Harter Einsatz für die freiwilligen Feuerwehrmänner Volker Grundstedt und Lukas Jördens. Dunkelheit, Rauch, Temperaturen bis 650 Grad, vermisste Personen und unklare Brandursache. Ein Job nur für AGT-erfahrene Kameraden. Weil es gefährlich ist, nimmt man dafür ja eben auch Feuerwehrleute und nicht den Gesangsverein. Doch der Brandort ist kein Haus und es ist auch kein Einsatz. Die Kameraden simulieren heute unter Realbedingungen Brandbekämpfung und Personenrettung unter PA. Bereits am frühen Morgen bereitet sich der Trupp auf das Training vor. Noch wissen der erfahrene Hauptfeuerwehrmann und sein junger Kamerad nicht, was auf sie zukommt. Wir haben mal die Gelegenheit gehabt, in einem Brandhaus in der Feuerwehrschule zu üben, aber dieses hier ist zum ersten Mal. Ich weiß auf jeden Fall noch nicht so richtig, was mich hier erwartet. Man wird schon ein bisschen nervös und das Adrenalin steigt, glaube ich, auch schon ein bisschen hoch. Und ja, wird auf jeden Fall warm. Auf dem Hof bereitet Ausbilder Peter Kraft bereits die Simulationsanlage vor. Wir machen hier Feuer mit allen Parametern, Zugang zum Brandraum, Eigensicherung, das ganze Unterarmschutz, volle Schutzkleidung, Personenrettungsverfahren, Impulslöschverfahren, also all das. In der Anlage können verschiedene Szenarien durchgespielt werden. Wir haben insgesamt von diesen Brandstellen hier in der Anlage 5 Stück verbaut. Feuerwehreinsätze sind nicht immer so einfach gestrickt. Ja? Es kann schon mal passieren, dass ich natürlich in eine unbekannte Situation komme, das Ganze bei Null Sicht und dass ich da auch in enge Situationen komme. Und es geht letztendlich darum, dass die Trupps sich vernünftig auch in solchen wirklich brisanten Situationen organisieren und mit der Situation klarkommen. Bevor die Feuerwehrleute in den Simulator gehen dürfen, werden sie in einem kurzen Seminar auf das Training vorbereitet. Viele kleine Sachen, ja, Strahlrohrtechnik, Zugang zum Brandraum, diese ganzen Rauchgasbeurteilungen, Personenrettungsverfahren, Personensuchverfahren, das haben wir alles vorbereitet. Was mir ganz wichtig ist, dass ihr das Ganze hier nicht als Übung betrachtet, sondern wirklich als Einsatz. Weil wir wollen nachher während des praktischen Trainings sehen, wie ihr mit der gegebenen Situation, die wir simulieren über diese Gassimulation, wie ihr damit umgeht. Theoretische und praktische Lerneinheiten runden den Vormittag ab. Dazu gehört auch scheinbar Alltägliches, wie der korrekte Einsatz des Hohlstrahlrohres. Weiter, sieht gut aus. Okay, schließt an. Dann wird es ernst für Volker Grundstedt und Lukas Jördens. Gemeinsam müssen sie in den Container, ohne zu wissen, welche Verhältnisse sie dort erwarten. Sehr aufgeregt, sag ich mal. Ich sehe der Situation ins Auge. Ja. Mehr als 20 Minuten kämpfen sich die beiden durch Flammen, Rauch und infernalische Hitze. Am Ende haben sie den Brand besiegt und vermisste Personen gerettet. Das gibt Lob von Ausbilder Peter Kraft. Ich muss vernünftig zusammenarbeiten und das Ziel gerettet. Das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Das fand ich gut. Kommunikation fand ich innerhalb des Trupps sehr, sehr gut. Ne? Türen, das kann schon mal ein bisschen tricky werden irgendwie. Und ihr seht, es kommt da wirklich auf Details an. Ja? Und wenn ich diese Details vernünftig hinter mich bringe, irgendwie, dann komme ich auch zum Erfolg. Also habt ihr super gemacht. Ja. Wichtigste Frage ist, haben wir was gelernt? Ja. Gut. Zweitwichtigste Frage ist, hat Spaß gemacht? Okay. Ja. Nirgendwo steht geschrieben, dass Ausbildung nicht auch Spaß machen darf. Männer, super, schönen Dank. Okay, top. Trinkt euch. Ein anstrengender Übungstag geht für die beiden zu Ende. Es war sehr eindrucksvoll. Man hat viel gelernt. Sehr warm an manchen Stellen. Man kann über jeden Schritt mehr nachdenken, weil man in der Übungssituation ist. Aber grundsätzlich, man lernt daraus, auf Tempo in der Situation zu arbeiten. Ein wichtiges Training für den Ernstfall, der jederzeit eintreten kann.